Schuss. Was macht ihr? Ihr sollt doch auf die Scheiße... Ihr sollt drauf aufpassen. Verdammte leichte Infanterie. Die fahren gleich wieder mit dem Auto. Ich sehe nichts. Da gehört keiner hin. Geschafft! Die Deutschen ziehen sich zurück. Echt? Wir haben keine Panzer, das ist schön. Geschütze verloren. Fabelhafte Leistung, Major. Naja, ich bin fabelhaft, ich weiß. Ich hasse solche Missionen, wo man auf Zeit irgendwas halten muss. Das nervt mich nämlich so, weil du hältst, kannst es auch halten, indem du irgendwie so zur Hälfte tot bist und nur noch ein paar Einheiten hast. Errungenschaft freigeschaltet, den Pass halten. Hey, Errungenschaft. Boah, gleich zwei neue Level. Bin schon echt geil, hä? Colonel Campbell, was für eine Freude, Sie wiederzusehen. Die Freude ist ganz meinerseits. Das hier ist Major Sheridan, First Armored Division. Sir. Sehr gute Arbeit in Kasserine, Sheridan. Ich wäre gern dort gewesen, um die Dinge selbst zu regeln. Zum Glück konnte ich ja Colonel Campbell zu Ihrer Unterstützung schicken. Sir? Wichtig ist, dass wir Sie gestoppt haben. Weiter wird Rommel nicht mehr kommen. Jetzt drängen wir ihn zurück. Sind Sie dabei, Major? Natürlich, Sir. Noch etwas, General. Bezogen auf Sheridans zukünftige Rolle. Vielleicht ist Major nicht angemessen. Verstehe. Lieutenant Colonel Sheridan, Glückwunsch zur Beförderung. Sie haben die richtige Einstellung und das nötige Talent für diesen Krieg. Ich lasse gleich die Formalitäten erledigen. Sir, ja, Sir. Ich freue mich schon auf die nächste Mission, Sir. Ja, ja, Sir. Ich freue mich voll drauf. Auf die nächste unfaire Mission. Die 1. Infanteriedivision bildet unter meinem Kommando von Norden her die Hauptangriffsachse. Befehl von oben, Sir. Französische Truppen unterstützen und die feindlichen Stellungen bei Sidi Aish umgehen. Also führe ich die Franzosen hier etwas spazieren. Die Italiener haben immer noch Panzerkörner. Das wird kein Spaziergang. Außerdem birgt Weatherbys Plan auch Risiken. Ein Frontalangriff auf die Deutschen in einer Schlucht ist etwas... gewagt, Sir? Ich finde es unfair. Ich habe hier vier Einheiten und die Grünpenner haben lauter total viele Einheiten, mit denen ich wahrscheinlich es schaffen würde, die ganze Map zu übernehmen. Aber nein. Voll unfair. Ah, na wenigstens habe ich Panzer und keine scheiß Infanterie mehr. Diese Stuarts sind nicht gerade die robustesten Panzer, dafür aber schnell. Ich hätte lieber robuste und langsame. Leichte Einheit, das heißt... Hey, es ist sogar nur Infanterie. Ihr Opfer, ihr werdet sterben. Bumm. Schön, nicht? Ich weiß. Ganz dumm bin ich auch nicht. Was machen die da oben eigentlich? Bomber, weißt du, hier fliegen feindliche Bomber über meine Panzer. Und anstatt, dass sie mich bomben, nö, wir fliegen. Wir fliegen in die Luftabwehr des Feindes. 4 gegen 1 dürfte ein Kinderspiel sein. Ich möchte auch einen Panzer haben, der so schnell feuert in echt. Guck. Wetten die Bomben mich jetzt noch immer nicht platt? Natürlich nicht. Nee, wir fliegen nochmal in die Luftabwehr. Mal gucken, was hat denn der eigentlich hier alles? Was ist das? Das ist ein paar Dingens, wie heißt denn das? Klick, Tab. Maginot Bunker. Juhu. Magisch nicht. Halten Sie um Einheiten per... Ja.
Ach komm, ernsthaft. Und das willst du mir in 3 Missionen erklären? Kann ich das auch irgendwie wieder wegmachen? Ja. Plus 10 für so einen scheiß Panzer. Dahin muss ich also. Hm? Wenn ihr es nicht schafft, mit so verdammt vielen Panzern in irgendeiner Weise die paar Kleinen da zu töten oder mit dieser fetten Artillerie. Ach ja, was will man erwarten? Ihr seid Amerikaner und ihr habt eine Basis. Ich habe nur 4 Panzer. Ich muss wieder mal alles lösen, ne? Da sieht man mal wieder meine Kompetenz, ja. Bin ich eigentlich? Ich bin Amerikaner, oder? Scheiße. Ich will Deutscher sein. Sind viel cooler. Konzentrieren Sie alle Feuerkraft. Da steht aber sehr leicht. Alter. Der brennt noch nicht mal. Doch, jetzt hat. Volltreffer, Colonel. Ich wusste, dass Sie ein destruktives Talent haben. Ich hab Panzer. Was soll ich sonst machen? Soll ich ihn streicheln? Mann, Junge, wozu habe ich so eine Scheißkanone? Erreichen. Erreichen Sie sie die Eich. Ziehen Sie sich zurück, Sheridan. Bin ich dabei? Bin ich dabei? Bin ich dabei? Bin ich dabei? Wie kann die? Boah, ich kann die wie voll hoch stapeln. Ein Schmarrn. Da sollten sie vielleicht auch noch was dran ändern, hä? Nützlich gegen die feindlichen Panzer. Ausgezeichnet. Erledigen wir diese Panzer. Was sind das hier? Lee. Mittlere Panzer. Mach sie tot. Ein bessere Panzerung bewachen sind aber langsamer. Ja, und? Hauptsache, sie gehen ab. Wer nicht abgeht, ist tot. Steht denn da wieder? Zurückfallen ohne Panzer zu verlieren. Ach so, ich sollte die vielleicht doch hier hinten behalten, ne? Mach die dann einfach hiermit fertig. Sehr leicht, ne? Sehr leicht. Ich sehe, wie leicht. Wie leicht ich zum Ziel werde. Guck mal, ich bin schon dabei, wieder einen zurückzuziehen. Ja, mach hinne. Gut gemacht, Colonel. Sie werden Ihrem neuen Rang gerecht. Ja. Siehst du, das hat doch was. Hier spricht Colonel Leduc, Kommandant der Division Constantine. Och, ich hätte es echt viel lieber, wenn ich diese verdammte Map mit einer eigenen Basis besiedeln könnte und alles platt machen, was mir in die Quere kommt. Wir werden hier überrannt. So stark hatte die Italiener doch überhaupt niemand eingeschätzt. Unser Angriff ist zum Stehen gekommen. Wiederhole, wir wurden gestoppt. Leduc, Ende. Hier stimmt was nicht. Das Hauptquartier hat was Leduc. Tja. Richtig. Wenn man Franzose ist. Mit ein paar Einsatzkräften könnten wir uns einen Überblick verschaffen. Sie meinen Spione, Sir? Ganz recht, Kowalski. Das ist Ihre Entscheidung, Colonel. Spione können feindliche Standorte im Sektor melden, aber nur über Kurzmeldungen, wenn die Deutschen hören mit. Spione sind unterwegs. Okay, die sind grün. Habe ich überhaupt noch Einheiten? Nein, ich bin tot. Was ist denn das? Was ist das? Ich kann das nicht sehen, weil dieser scheiß Bildschirm so eine verdammte Reaktionszeit hat, dass es unscharf ist. Schaut aus wie ein Auge. Sie haben Panzerabwehrgeschütze aufgefahren. Unsere Panzer haben keine Chance. Die Infanterie muss zuerst diese Geschütze erledigen. Oh, ich hasse Infanterie. Pioniere anfordern, um eine Basis zu errichten. Wir besetzen sie die Eich. Genau hier. Dann warten wir, bis die vorgelagerte Basis einsatzbereit ist.
Und dann erledigen wir endlich diese Italiener. Informieren Sie Le Duc über die Lage. Durchhalten, Lieutenant Colonel. Die Pioniere sollten in Kürze hier sein.